Hallo und willkommen bei Tag 3 bei The Long Dark. I need something to drink. Ja, And soon. machen wir sofort, machen wir sofort. Nicht immer so eilig sein hier. So, wir hatten ja vor, gleich mal so ein bisschen uns die Gegend noch weiter anzugucken. Wir werden erstmal eine Kleinigkeit essen und was trinken und uns vielleicht gerade noch mal ein bisschen Schnee zurecht machen, eventuell auch noch was Fleisch, damit wir was für einen Weg haben. Weil viel zu essen haben wir jetzt nämlich nicht mehr. Es ist jetzt auch schon 7:30 morgens, das heißt, es wird Zeit, gleich mal aufzubrechen. Aber trotzdem werden wir uns erstmal um ein wenig Wasser kümmern müssen und ein wenig Fleisch. Das heißt, wir schmeißen den Ofen nochmal an oder versuchen es zumindest. Come on, little fire. Wir haben auch jetzt nicht mehr so viel Zunder, um das jetzt 50.000 Mal zu versuchen. Das wäre nicht so gut. So. So, Fleisch habe ich gerade keins. Das müsste ich aber, glaube ich, hier irgendwo reingelegt haben. Da ist noch ein bisschen Wolfsfleisch. Das nehmen wir mit. So. Das braten wir uns jetzt auch direkt mal. Wahrscheinlich ist der Ofen auch gleich schon wieder aus. So, und dann nehmen wir auf jeden Fall noch 1 Liter Schnee, schmelzen und nachher nochmal schön aufkochen. So, das sollte erstmal eigentlich reichen. Also hier habe ich nichts mehr reingelegt, glaube ich. Nee, Moment, da nochmal reingucken. Nein, das andere Fleisch habe ich, glaube ich, alles in der anderen Hütte eingelagert. Die Frage ist natürlich, ob das da so gut ist und ob das überhaupt noch zu gebrauchen ist. Gut. So, das heißt, wir haben zweimal Fleisch vom Wolf. Eine Granola-Bar haben wir auch noch und auch noch eine Candy-Bar. Ofen ist auch jetzt aus. Und wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir nicht eventuell was an Material hier liegen lassen können. Aber das sollten wir vielleicht. Na, wir nehmen einfach mal alles mit. Das sollte schon klappen. So, bin ich mal auf das Wetter draußen gespannt. Wollen wir hoffen, dass es nicht allzu schlecht ist. Weil ich würde nämlich gerne mal da oben an den Schienen noch einmal den Schienen folgen. Wie, du hast immer noch Hunger? Kann doch nicht wahr sein. Ah, tatsächlich. Na dann gibt es halt noch ein bisschen was zu essen. Na, das sollte erstmal reichen, damit wir losziehen können. Das war ziemlich nah. Dem wollen wir natürlich nicht über den Weg laufen, jetzt wo wir uns überhaupt nicht verteidigen können. Ah ja, lassen wir ihn mal in Ruhe. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Aber da liegt eine Fleischquelle. Das wäre ja vielleicht keine so schlechte Idee. Aber da ist auch das Wölfchen. Schauen wir mal an. Aber ich müsste ja theoretisch da hinten auch noch Fleisch liegen haben. Das sollten wir uns vielleicht eher mitnehmen. Wenn es denn noch dort liegt. Ja, da haben wir noch ein bisschen vom Wolf. Ein Stück vom Wolf, bitte. Schön abgehangen.
Ja, da können wir zur Not uns noch ein bisschen was Fleisch machen. Da oben ist das Wölfchen. Ah, hallo. Aber wir wollen ja nicht in seine Richtung, sondern wir wollen in die andere Richtung. Ich hoffe mal, wir haben genug mitgenommen. Ansonsten kann das natürlich hier in dieser Gegend sehr schnell schwierig werden. Ja, ist ja gut. Ich könnte auch heulen, ich tue es auch nicht. Da hinten scheinen nämlich ein paar Zugwaggons zu stehen. Die wollte ich mir eigentlich erstmal in Ruhe ansehen. Ups, es wird nebelig. Na, wir können ja den Schienen folgen, das ist jetzt nicht so schlimm. Noch ein bisschen unheimlich ist das schon. Also wenn man jetzt mitten im Wald wäre, wäre es, glaube ich, ein Problem. Habe ich es jetzt hier beim ganzen Rudel zu tun? Das wäre natürlich nicht so gut. Ah, oh, was haben wir denn hier? Jawohl, Munition. Die werden wir doch direkt mal verwenden, um unser Gewehr mal aufzuladen. Noch eine kleine Box. I could use this. Wir könnten natürlich theoretisch jetzt auch schon mal doch noch ein bisschen Fleisch mitnehmen, aber wahrscheinlich habe ich gleich eh wieder viel zu viel Zeug bei mir. Aber ich habe es ja nicht weit bis zurück. So cold, I'm warming up again. Könntest natürlich auch hier gerade mal ein Feuerchen machen, wenn es nicht gerade die sicherste Stelle ist. Vielleicht ein bisschen windgeschützt hier. Mich irgendwie beobachtet. Vielleicht können wir uns hier aber schon mal direkt ein bisschen Fleisch machen. Aber ich muss dringend was essen. Die Kalorien gehen gerade runter wie sonst was. Na gut, wir essen jetzt gerade mal ein bisschen Fleisch. Braten uns noch mal ein bisschen was hinterher. Man weiß ja nie. Ja, allzu lang wird das Feuer hier draußen wahrscheinlich nicht brennen. Ja, wir wärmen uns vielleicht gerade noch mal ein bisschen. Aber es klart auf jeden Fall schon wieder auf. Und wir haben immer noch Hunger. Fleisch macht ja auch Durst. Dann werden wir auch direkt noch mal ein bisschen
ein bisschen nachtrinken. So, wie gehen wir nun weiter vor? Soll ich dem Weg vielleicht noch ein Stück folgen? Feuer können wir ja mal brennen lassen. Aber wir könnten vielleicht auch schon mal vielleicht noch mal so ein bisschen Schnee schmelzen. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Ja, okay. Das Feuer ist aus. Ich wüsste natürlich gerne, wo es jetzt hier weiter hingeht. Wir schauen einfach uns noch mal ein bisschen um. Frage ist, wo führen die Schienen auf der anderen Seite hin? Das wüsste ich natürlich sehr gerne. Irgendwohin müssen sie ja führen. Es sei denn, es ist wieder ein Tunnel, der eingestürzt ist. Ich entferne mich natürlich jetzt ziemlich weit von meiner Ausgangslage oder Ausgangslager. Von meinem Ausgangslager. Klasse Deutsch heute. Sorry dafür, Leute. Ich möchte eigentlich nicht draußen schlafen, wenn ich ehrlich bin. Wie spät ist es eigentlich? Ah, es ist kurz nach 1. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, bevor es dunkel wird. Das scheint eine Kreuzung zu sein hier. Da haben wir noch einen kleinen Fleischlieferanten. Ich glaube, wir haben erstmal genug. Aber ich glaube, da hinten liegt jemand. Steif gefroren. What have we here? Das war jetzt nicht wirklich viel. Tja, wo führen die Schienen denn jetzt hin? Da hinten scheint eine Art Brücke zu sein. Ob das alles Leute aus dem Flugzeug sind, was abgestürzt ist? Looks like this has been here a while. Ich glaube, ich habe auch wahrscheinlich wieder viel zu viel Zeug dabei. Was haben wir denn da? Ist das ein Damm? Scheint ein Damm zu sein. Den werden wir uns auf jeden Fall mal genauer ansehen. Hm.
Nicht, dass wir hier plötzlich Gesellschaft bekommen. Ganz schön unheimlich. Die Musik macht es auch nicht besser. Okay. Na, wir gehen mal rein. Ziemlich dunkel. Aber wir haben was zum Untersuchen. Hope nobody needs this anymore. Ich glaube, wir werden nachher ein bisschen Zeug ablegen müssen. Alles leer. Sehr eigenartig. Na, die nehmen wir mit, auf jeden Fall. Funktioniert das Licht? Nee. Das ist gut. Habe ich wieder ein bisschen Zunder. That'll come in handy. Wir können auf jeden Fall schon mal was von dem kurz noch Süßes reinschmeißen. Die Geräusche sind ja schrecklich. I could use this. Aber mich doch sehr wundern, wenn hier irgendjemand wäre. Und die Schuhe brauche ich, glaube ich, gar nicht mitnehmen. Hilfekasten, können wir auch noch mal reingucken. Eine Flare, auch nicht schlecht. Looks like this has been here a while. Da ist noch eine Lampe, aber ich glaube, die brauchen wir erstmal nicht. Ich würde viel mehr interessieren, wie ich die Lampe hier wieder aufgeladen kriege. Das scheint nichts zu sein. Okay. Ja. Ja, ich glaube, ich werde mich hier mal gerade hinlegen. Und hier ist noch ein Safe. Ah, okay. Na, ich denke mal, ich werde meinen Schlafsack nehmen, werde mich hier mal einrollen. Und dann werden wir weitersehen. Wir werden uns hier erstmal 2-3 Stündchen hinlegen. Und dann werden wir uns den Rest von dem unheimlichen Gebäude hier mal angucken. Und dann würde ich sagen,
Schlaft schön, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.